Mary, Kronprinzessin von Dänemark, feiert am Sonntag, den 5. Februar, ihren 51. Geburtstag. Die Gräfin von Monpetzat hat seit ihren bescheidenen Anfängen in Australien einen langen Weg zurückgelegt. Es stellt sich heraus, dass ein Teil dieser Veränderung durch sie selbst zustande kam. Der ehemalige Immobilienmakler unternahm eine sechswöchige Reise der Selbstverbesserung, bevor er in die dänische Königsfamilie eintrat und Tausende von Dollar für einen Kurs ausgab. Als sie aufwuchs, wusste Dänemarks zukünftige Königin nicht viel über Königshäuser. War sich aber sehr bewusst, dass Königin Elisabeth II. Australiens Staatsoberhaupt war und das Land Teil des Commonwealth war, wie sie der Financial Times im Februar letzten Jahres sagte. Eine 28-jährige Mary Donaldson, wie sie damals war, traf den zukünftigen dänischen König im beliebten Pub namens Slip-In in Sydney, Australien, als der Prinz die Olympischen Sommerspiele 2000 mit anderen Royals besuchte, wo er Verwandte genoss Anonymität. Berichten zufolge sprach das Paar über männliche Brustbehaarung, von denen der damals 32-jährige Frederik angeblich keine hat, und verband sich über Pferde und Fitness. Die märchenhafte Romanze, passend für einen Roman von Hans Christian Andersen, hatte begonnen. Etwas mehr als einen Monat später schrieb sie sich in Australien für einen Kurs namens StarQuest ein, bei dem es um Benehmen ging, bei dem sie sich selbst als absolute Anfängerin bezeichnete. Der vierstündige Kurs, der von der Star Makers Agentur von Lebensberaterin Theresa Page durchgeführt wurde und 1195 US-Dollar kostete, heute etwa 2128,35 US-Dollar, 1217 Pfund und 39 Pence, brachte ihr bei, wie man geht, steht, Hände schüttelt und ihr Selbstvertrauen vor der Kamera stärkt. Laut einem Bericht des Sunday Morning Herald hatte sie sich angemeldet, weil sie das Gefühl hatte, das Leben ziehe an ihr vorbei und sie müsse etwas tun, um es zu verändern. Frau Page sagte der Zeitung im November 2002, Mary wollte sich ändern, und sie wollte ihr Leben ändern. Sie war definitiv auf einem Weg der Selbstentwicklung. Sie ist charmant, sie ist intelligent, sie ist wortgewandt. Sie ist sehr eingeschaltet. Sie sagte, sie mag die Kamera nicht und habe keine guten Fotos von sich. Im Laufe des Kurses verwandelte sich Mary und wurde selbstbewusster vor der Kamera. In der Zwischenzeit würde Frederik nach Australien kommen, um sich heimlich mit seiner neuen Freundin zu treffen. Bei einer Gelegenheit hatte sich Mary dafür entschuldigt, dass sie eine Aufgabe verpasst hatte, weil sie Familienmitglieder aus dem Ausland zu Besuch hatte. Ihre Fernbeziehung wurde später im November 2001 von der dänischen Zeitschrift Bild Blatet veröffentlicht. Im folgenden Jahr zog sie nach Dänemark und 2004 war das Paar verheiratet. Frederik war auf die Knie gegangen und überreichte Mary einen Ring mit Smaragdschliff und Rubinen, dessen Farben der dänischen Flagge ähneln. Vor ihrer Hochzeit im Kopenhagener Dom sagte Mary der Zeitung Politiken, ich bin mehr als alles andere glücklich. Glücklich zu sein ist, glaube ich, das Wichtigste im Leben. Mary hat sich seitdem perfekt in das königliche Leben in einer der ältesten Monarchien der Welt eingefügt. Doch ihre Ausbildung endete nicht mit ihrem selbstverordneten Verhaltenskurs. Nach ihrem Umzug nach Kopenhagen erhielt sie Unterricht in dänischer Sprache, Kultur und Etikette.
Jetzt verwendet sie das förmliche Du, das normalerweise nur in Dänemark von der königlichen Familie verwendet wird, wenn sie auf Dänisch spricht. Sie sagte der Financial Times, dass sie schnell mit den Regeln und Erwartungen vertraut gemacht wurde, mit denen sie konfrontiert war, wenn es um die Teilnahme an königlichen Veranstaltungen ging, insbesondere wenn es um die Kleidung ging. Sie sagte, es war schon sehr früh klar, dass es Erwartungen gab, was sie tragen und wie sie sich für eine Veranstaltung angemessen kleiden. Das war ziemlich abschreckend für mich. Ich war ein T-Shirt- und Shorts-Mädchen, das dafür bekannt war, barfuß zu gehen. Der dänische Kronprinz und die Kronprinzessin bekennen sich entschieden zu ihrer eigenen Privatsphäre. Im Jahr 2009 wurde bekannt, dass Mary und andere Mitglieder der königlichen Herde Oprah Winfreys Bitte um ein Interview im Rahmen einer